Schön, dass du wieder eingeschaltet hast hier bei Dens Toolbox. Diesmal soll es um das Bosch Bluetooth-Modul, das GCY30-4 gehen und sofort nach dem Intro geht's damit los. Ja, das Bosch Bluetooth-Modul GCY30-4 kann optional in die Connected-Geräte eingesetzt werden. Bosch packt hier hinter die Gerätebezeichnung immer noch den Buchstaben C, wenn das ganze Gerät auch verbunden werden kann. Wir haben dann hier an den Seiten der Geräte immer so eine kleine Abdeckung. Die kann man abschrauben. Darunter ist ein kleiner Blindstopfen. Den habe ich hier jetzt schon mal entfernt. Ich mache auch hier mal die Abdeckung raus, weil ich hier meinen Winkelschleifer auch einbinden möchte in das Bluetooth-System. Das sieht dann so aus. Wenn ich mir den Bluetooth-Chip, das ist ein Low-Energy-Chip, das wird wahrscheinlich auch dadurch generiert, dass der wenig Energie verbraucht, dass das Gerät zwischendurch das Modul in den Schlafmodus schickt. Weil manchmal ist es so, wenn ich die Geräte dann in der App finden möchte, muss ich das Gerät ganz kurz einschalten. Dann wird hier sicherlich irgendwie was aktiviert, sodass dieser Chip dann auch unter Strom gesetzt wird. Generell wird er natürlich über die Batterie hier mit Strom versorgt. Das ist eine CA2032, eine ganz normale Mainboard-Batterie. Die Batterie-Lebensdauer gibt Bosch hier mit ungefähr 3 Jahren an, was auch eine recht gute Leistung ist für ein Bluetooth-Modul. Das ganze Teil wiegt nur 10 Gramm, kostet in der UVP 29 Euro, kriegt man aber in der Bucht schon etwa für 10 bis 15 Euro inklusive Versand. Da müsst ihr mal gucken, wenn ihr euch so ein Teil hier zulegen wollt. Manchmal ist es auch so, dass euch der Bosch Professional Händler dann ein solches Modul gratis mit dazu gibt oder ein Set bundelt oder wenn ihr Akkus dazu kauft, dann kriegt ihr sicherlich auch so ein kleines Modul noch mit dazu. Kommen tut das Ganze in so einer Plastikverpackung. Ich habe das hier schon mal aufgemacht letztendlich. Darin befindet sich dann einmal eine richtig fette Bedienungsanleitung. Mehrsprachig natürlich. Hier können sich manche Hersteller mal was von abschneiden. Frage ist natürlich heutzutage aus umweltschutztechnischen Gründen kann man natürlich alles da drauf schieben und sagen, wir haben unsere Bedienungsanleitung wegrationalisiert oder die nur downloadbar gemacht, wäre vielleicht auch hier ein Hintergrund, weil eigentlich braucht man hierfür nicht unbedingt eine Bedienungsanleitung. Ja, mit dabei ist dann halt noch die CR2032 Batterie und das Modul an sich. Das sieht dann so aus. Wird auch eine Wartebatterie mitgeliefert, also auch eine Markenbatterie. Wenn wir jetzt diesen Winkelschleifer hier mit in unser Bluetooth-System mit einbinden wollen, müssen wir die Bosch Toolbox aus dem App Store installieren und klicken dann auf My Tools. So, ihr seht schon, die beiden hinteren Geräte werden schon gefunden. Das ist einmal der GSR, das ist allerdings falsch, weil es ist ein GSB. Den müssten wir vielleicht nochmal neu einbinden, also auf Entfernen drücken. Und einmal der GDX 18V200C. Den habe ich ja auch in einem Video bereits getestet und vorgestellt. Wir können dann hier mal auf Suche neue Werkzeuge gehen. Müssen natürlich sicherstellen, dass Bluetooth auch installiert ist bzw. angeschaltet ist beim Handy. Ihr seht, er findet jetzt nichts. Wahrscheinlich muss ich einmal kurz das Gerät anschalten. Und schon sehen wir, er hat ihn gefunden. Wir klicken das einfach mal an und können dann sagen, wir nehmen hier den GSB. Jetzt wird das ganze Teil installiert. Das Gerät bestätigt auch die Verbindung nochmal über die installierte LED-Anzeige. Wir sehen hier unten den Akkuladezustand. Wenn wir auf das Gerät klicken, sehen wir, was wir damit alles anfangen können. Wir können Kickback Control
justieren, sodass der früher anschlägt oder später anschlägt. Wir können die Nachleuchtedauer der LED anzeigen oder verändern in dem Fall. Und wir können auch Werkseinstellungen zurücksetzen. Das ist jetzt alles nicht so prall. Meistens gibt es immer eine Hauptfunktion, wie hier diese Kickback-Control, dass man das verändern kann. Und einmal diese LED-Geschichte, das ist eigentlich bei jedem Gerät, wo eine LED verbaut ist, mit steuerbar. Und wir können das Gerät natürlich dann auch umbenennen, dass wir dann sehen, wie heißt unser Gerät. Wenn wir unser Gerät nun mal Bohrmaschine nennen möchten, dann können wir hier eintragen Bohrmaschine. So, dann können wir hier weiter gucken, was kann der GDX? Der GDX kann einmal den Sanftanlauf aktivieren. Wir können die LED an- und zuschalten. Das heißt, wenn ich den Gashebel betätige, ob auch die LED uns unseren Arbeitsort dann beleuchten soll oder nicht. Wir können die Nachleuchtedauer einstellen. Da wird sicherlich irgendwann nochmal irgendwas dazukommen. So, jetzt wollen wir allerdings unseren Winkelschleifer noch mit einbinden. Da ist ja noch kein Modul installiert. Das geht ganz einfach. Man kann nichts falsch machen dabei. Ihr seht, hier ist so eine kleine Erhöhung mit eingebaut. Die passt nur an einer Stelle. Wir drücken das ganze Teil hier rein. Nehmen auch unsere Batterie. Dabei müsst ihr aufpassen, dass ihr das Pluszeichen oben liegen habt. Das drückt ihr einfach hier mit drauf. Dann den Deckel wieder drauf. Das Ganze wird zugemacht. Müsste eigentlich, nee, hat noch nicht funktioniert. So, dass das hier wirklich eben ist. Dann schalten wir das ganze Ding mal ganz kurz ein. Das reicht schon. Ihr seht, das ganze Ding leuchtet jetzt hier. Und wir gehen hier mal auf Suche neue Werkzeuge. Werkzeug wird identifiziert. Er sucht. Aha. So, er hat sie gefunden. GWS 18V 125 SC. Dann können wir mal gucken, was wir mit dem Teil dann anfangen können. Jetzt wird er gekoppelt. Und ihr seht, der Winkelschleifer bestätigt das hier mit einem blauen Leuchten. Und wir haben das nächste Gerät in unserer App eingebunden. Wir können hier auch einen Sanftanlauf aktivieren. Das werde ich mal machen. Wir können hier Sachen zum Arbeitslicht einstellen. Die Helligkeit können wir regeln. Wir können regeln, ob überhaupt die LED-Beleuchtung eingeschaltet sein soll. Wir können die Nachleuchtdauer wieder einstellen. Und wir können hier die Benutzeroberfläche noch einstellen. Damit ist hier gemeint dieser LED-Ring, der hier drumherum ist. Die Intensität können wir dort einstellen. Und auch das Nachleuchten können wir hier wieder einstellen. Ob diese Module für euch Sinn machen oder nicht, müsst ihr selbst entscheiden. Ich finde, es ist eine ganz tolle technische Spielerei. Man kann sich ganz schnell Informationen hier verschaffen, was die Geräte, die man gerade im Einsatz hat, wie der Akkuzustand ist und. Man kann gewisse Funktionen mit dazu buchen oder wieder abwählen, wie zum Beispiel die Kickback-Control, den Sanftanlauf etc. Das finde ich schon ganz interessant. Das kann man nämlich nur über die Bluetooth-Geschichte ansteuern. Alles in allem ist das jetzt eine Mehrinvestition von, sage ich mal, 15 Euro? Schreibt mir meine Kommentare, ob das für euch auch interessant ist, ob ihr auch dieses Bluetooth-Modul gerne dabei habt bei euren Geräten oder ob ihr sagt, das ist nur Spielerei, das brauche ich nicht. Ich kann mir vorstellen, dass es gerade bei den Heimwerkern, die sich solche Geräte kaufen, auch dann perfekt sein soll und dass man gerne so ein Modul dabei hat. Ich möchte so ein Modul bei meinen Geräten dabei haben. Ich finde es jetzt auch nicht unbedingt eine großartige Mehrinvestition. Schreibt mir, wie gesagt, mal in die Kommentare, wie ihr das seht. Das soll es erstmal gewesen sein hier von der Vorstellung vom GCY30-4. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Wenn ja, lasst mir einen Daumen hoch da. Abonniert den Kanal, aktiviert das Glöckchen, das kostet nichts. So verpasst ihr nichts. Und wir sehen uns im nächsten Video. Bis dahin.